Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Wartet mal, ich mache euch mal hier rüber. Der Chat guckt nämlich auch gerade zu. Ich streame doch wieder live. Wir haben die PlayStation 5 schon angeschlossen. Das habe ich nicht aufgenommen, ich habe sie streamt. Vielleicht lasse ich den Stream doch online. Der Chat hat sich entschlossen, dass die PlayStation 5 in der Mitte steht. Hier steht die PS4 Pro, meine Festplatte, also die Western Digital MyBook. Wenn ihr eine gute für die PlayStation sucht, die leise ist, nehmt euch die MyBook. Habe ich auch Videos drüber gemacht. Und ich habe meinen PlayStation 1 Wecker hingestellt und ganz hinten steht jetzt noch meine Ladestation von der PS4, von dem Controller. Da kommt dann natürlich die PS5 Ladestation oder zwischen PS1 Uhr und PS5. Müssen wir noch nicht. Müssen wir gucken. Aber wir wollen jetzt unsere PS5 erstmalig anschließen und in Betrieb nehmen. Ich mache euch mal ein bisschen rüber. So. Alexa, PlayStation an. Alexa, TV an. Ah, nee, Fernseher. Ja, das ist ja Schlafzimmer, ich weiß. Ja, gut, ist gut. Alexa, Fernseher an. Alexa, wechsel zu PlayStation. So, jetzt müsste der HDMI eigentlich hier wechselt werden. Wartet mal, ich muss euch mal. Ich muss nämlich hier auf HDMI 1 machen. So. Alexa, wechsel zu PlayStation. So, wir haben jetzt. Ich brauche die Fernsehfernbedienung so selten. So, ich zeige es euch mal. Die hat das jetzt umgeschalten. Wir sind jetzt hier auf PlayStation. Wartet mal, ich mach mal runter. So. Und jetzt gar nicht, Pauli. Also ich werde, Paul, ich werde ganz normal, weil ich habe Angst vor Restmüll. Wenn ich meine ganzen Safe Games von der PS4 übertrage, da ist so viel Scheiße mit bei. Ich habe mir die wichtigsten in Online-Speicher hochgejagt und ich werde das alles frisch machen. Ich werde meine Konten. Achso, da müsste ich ja mal gucken, wie das Passwort ist. Ich habe mein Passwort von meinem PlayStation-Konto gar nicht im Kopf. So. Geht nicht an. Einschaltknopf, ja stimmt. Ja, geht doch an. Ach Gott. Aber normalerweise ist es doch so, dass man mit einem USB anschließen muss, damit es erstmal funktioniert. Gott, jetzt ist mir aber ein Stein vom Herzen gefallen hier. Machen wir auf 1. So. Hab ich auch Schiss gekriegt hier. So, wir haben das verbunden. Leuchtet auch braun. Seht ihr was? Ja. Wir drücken jetzt den PlayStation-Knopf. Ja, stellen wir erstmal ein. Ach nein, nach oben. Deutsch. Bitte warten. Ich mach mal kurz so an.
So. So. Anzeige anpassen. Was? Echt jetzt? Wie geil ist das denn? Ach so, ich dachte schon die Schrift. Na, größer geht's nicht. Okay. So, HDR anpassen. 1 von 3. Passe die HDR-Einstellung für High Dynamic Range auf der PS5 an. Und Videoqualität, bla 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 bla. Stelle oben unten Taste Helligkeit so ein, dass das Symbol gerade noch zu erkennen ist. Ja, das werde ich hier jetzt einstellen. Das ist dann sowieso, muss ich dann wegen dem Monitor sowieso nochmal anders einstellen. Dann. Also hier wird ganz deutlich sichtbar. Wir sollen kaum sichtbar machen. So. Das Symbol gerade noch sichtbar ist. Gerade noch sichtbar ist. So. Wird das Spiel installieren können, während du die Einrichtung fortfährst. Ja, dann machen wir natürlich gleich. Was machen wir als erstes? Assassin's Creed Valhalla natürlich. Bumm. Ah, Hippie-Karriere, Schweinebacke. So. Energieoption im Ruhezustand. Wenig Strom. Benutzer definiert. Wähle aktivieren. Was? Wenig Strom optimal. Ja, immer neueste Updates werden gezogen. Verbrauch weniger Strom, weil bestimmte Funktionen deaktiviert wurden. Nee, ich möchte das selber einstellen, weil Sony hat ja gesagt, dass es da Probleme gibt. So, Stromversorgung USB aus. Mit dem Internet verbunden. Alles aus. Hier soll nichts an sein. Wenn wir Internet anmachen, könnte man nämlich jetzt hier Einstellungen, Energieeinstellungen für PS5 aktivieren. Wollen wir alles nicht. Wir wollen alles aus haben. Internet haben wir hier unten dann auch noch. Updates. Ja. Aber da Sony gesagt hat, dass es da Probleme gibt, dann lassen wir das mal lieber aus, alles. Ich habe die sowieso nie im Ruhezustand. Muss ich dazu gestehen? Ich stimme zu. Keine Ahnung, was ihr von mir wollt, aber ich stimme zu. Systemsoftware-Update. Aktualisiere die Systemsoftware, um Netzwerkfunktionen zu nutzen und mit mehr mit deiner PS5 zu machen, erleben. So, dann machen wir fortfahren. Systemsoftware wird aktualisiert. Deine PS5 wird neu gestartet. Aktualisieren. Also der Download läuft schon mal viel, viel schneller als bei der PS4. 868,0 MB groß. Und guck mal, wie schnell das geht, wenn wir überlegen, bei der PS4. Selbst bei der PS4 Pro war das WLAN und das LAN-Modul halt ziemlich lahm. Und wir sind jetzt schon bei 600. Ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt verhält mit dem Spiel in der Konsole. Knossos, ich drück dir die Daumen, dass er bald da ist.
Ich warte auch. Ja, gestern Abend waren ja schon wieder alle Server down. Selbst bei Otto habe ich ja im Livestream mitgekriegt. Da war nichts mehr machbar. Aber wie gesagt, jetzt sind ja viele da, jetzt kann ich es ja nochmal sagen. Ich habe es ja aus dem Lager geholt und die Hermes, also das Hermes-Lager, also wo es heute früh vom Großlager kam oder vom Verteilerzentrum kam, sagen wir mal so, die haben von Otto, also ich kann nur für Otto reden jetzt, von Otto den Auftrag gekriegt und einen Anruf gekriegt, dass alle PS5 heute raus müssen. Nicht morgen, heute. Wie sie es machen, ist Otto egal. Die müssen heute alle bei uns ankommen. Also selbst wenn bei euch da jetzt steht, dass das unterwegs ist, macht euch keine Sorgen. Auch wenn der um 18 Uhr kommt. Die kommt. Meine kommt 13:15. Oh, so eine genaue Zeit hast du? Bei mir stand nur zwischen 11 und 14 Uhr. Ich höre was. Oh, ich hoffe nicht, dass es der Lüfter ist. Könnte aber auch die Disc sein. Jetzt ist es ruhig. Schalte deinen PS5 nicht aus, während Disc eingelesen wird. Okay. Update-Datei wird installiert. Also das läuft schon mal alles ziemlich flüssig und schnell. Ich bin sehr begeistert. Das neue Bild ist gewöhnungsbedürftig mit dem Glitzer und so. Sieht ein bisschen aus wie unter Wasser, wo von oben irgendwie Licht kommt oder so. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ja, aber Hermes liefert an mich. Kann ja da leider nicht takten. Ist auf jeden Fall 4 Uhr in meiner Stadt und seit 10 Uhr in Zustellung. Also wird noch kommen. Mit Kondensatoren, okay. Josef, einen wunderschönen guten Abend. Morgen. Ich bin voll im Stream-Modus. Biggie, ein wunderschön. Über PlayStation ist doch schon alles gesagt worden. Gesagt, ein Video jagt das nächste. Ja, von den anderen, aber nicht von mir. Wir wollen ja selber auch. So, ich muss mal hier kurz einen Cut machen. Ja, ich wollte gerade meine Daten eingeben. Jetzt sagt er mir, neue Software für den Wireless-Controller ist gefunden. Steht auch da. Den aktualisieren wir auch mal. Dein Controller wird neu gestartet. So, jetzt brauche ich Anmelde-ID. So, wartet mal, dann gehen wir mal in die PlayStation-App. Bei PS5 anmelden. So. Wenn ich jetzt wüsste, wo hier Einstellung ist, wäre natürlich ganz toll. Ah, hier oben ist. Sprachchat. Bei PS5 anmelden. Kamera erlauben. Zulassen. Nein, nicht Code eingeben. Fertig. Leck mich am Arsch. Es hat funktioniert. Und sehr schnell so, ja. Oh, fuck. Jetzt habe ich hier aus Versehen weggemacht. So. Minecraft, ein wunderschön. Ach, das ist ja easy. Ha. So. Privatsphäre-Einstellung durch Auswahl
Wähle Datenschutzprofil aus, dass du typisch online Spielverhalten anpasst. Gesellig offen. Ich nutze jede Gelegenheit, mich auszutauschen. Nee. Mühelos, Multiplayer, aber ich beschränke, wer meine wahre Identität kennt. Ja. Alles für meine Mannschaft, meine Beschränkung für Fremde. Ja, entweder nehme ich Teamspieler oder für Freunde da. Mehr Beschränkungen für Fremde. Alles für Mannschaft, mehr Beschränkungen für Fremde. Miolo, aber ich beschränke. Machen wir hier für Freunde da. Ne, wir machen Teamspieler. So. Prüfen und anpassen. Jeder. Mal zurück, wir machen mal für Freunde da. Prüfen und anpassen. Jeder, wer kann sie in Spielen sehen? Enge Freunde, niemand? Enge Freunde, ja. Wer sie als Freundesvorschlag sehen kann? Enge Freunde von engen Freunden, ja. Nicht hin zum Kunst wieder, sonst kriegst du ja hier nur Nachrichten zugespammt. Wer deine Freunde sehen kann. Freunde von Freunden, nur Freunde, niemand. Ja, Freunde. Ah, lieber. Niemand. Wer deinen Online-Status sehen kann, was du gerade spielst. Freunde. Freunde von Freunden. Na, Freunde reicht ja aus. Wer deine Spielhistory sehen kann, nur Freunde. Die du gespielt hast, deine Trophäen und deine Teilnahme an Herausforderungen sehen kann. Spiele. Blende Spiele aus, damit sie nicht von deinem Profil oder anderen Spielern. Ach, der weiß jetzt schon alles, was ich gespielt habe. Cool. Das geht aber ein bisschen schnell hier. Ja. Wer Freundesanfragt, dann kann jeder. Wer mit dir über Party spielen und mitteilen interessieren kann, nur Freunde. Niemand, jeder, nur Freunde. Anwenden. Bestätigen. Dein Konto sichern. Du bleibst auf dieser PS4 aus diesem angemeldet, bis du dich unter Einstellung abmeldest. Wir empfehlen Folgendes, um Konto sicher zu machen. Passcode festlegen, damit andere sich nicht mit deiner Identität einloggen können. Gehe dazu einstellen, Benutzerkonto, Login-Einstellung. Ich bin doch alleine hier. Für Käufe, Passwort verlangen. Okay. Also die ganze Einstellungsmenü, das ist jetzt auf jeden Fall umfangreicher als in der PlayStation 4. Ich sehe gerade, ihr seht ja gar nicht so viel. So, sollte ein Stück besser sein. So. Ich hole die PS5 im Januar 2021. Jetzt kaufe ich sie.
Ja, da hast du recht, das ist echt viel Geld. Keine Ahnung, aber ich. Januar muss erstmal. Das ist auch ein schön. Ein wunderschönen. Dir auch einen wunderschönen, Lil. So, was haben wir denn hier? Schütze dein Konto durch zusätzliche Sicherheit. Nachdem du Passwort eingegeben hast, senden wir dir SMS möchte ich. Ja, das ist auch richtig. Wartet mal. So, weiter geht's. Ist eingestellt. Also ich finde es gut, dass mit dem... So, zweistufige. Gott. Keinen Verifizierungscode empfangen hast, kannst du zur Anmeldung Ersatzcode verwenden. In dem Ersatzcode kannst du einmal verwenden. Gott. Wäre nachher sowieso noch ändern. Laden eine Spielzone. Okay. Ah, Fortnite. Ja, Fortnite zuerst. Das wollen wir ja demnächst zocken. Ich werde jetzt auch einfach alles anklicken, obwohl sie gesagt haben, man soll es nicht machen. So, Medien-Apps herunterladen. Ich weiß, das interessiert jetzt wieder viele, aber ehrlich gesagt, mich interessieren die Apps nicht. Ich habe die Konsole zum Zocken und nicht, um irgendwelche Apps zu nutzen. Daten von deiner PS4 übertragen, später. Willkommen! Schön. Ich habe auf der PlayStation so ja schon, auch Quatsch, auf dem Monitor ist ja schon ein Bild. Achso, ich muss mal, bevor wir hier weitermachen, schnell den PC einschalten. Oder der ist ja an. Also der HDCP-Kurs ist halt noch aktiviert. Ah, Venom Cup ist heute. Finde heraus, was Freunde verstanden. So, Controller wird geladen. AC Valhalla ist schon installiert. Ach, jetzt startet da gleich das Spiel. Download zu Updates hinzugefügt. Ein Prozent. Also das, was er jetzt hört, das ist das Laufwerk. Müssen wir jetzt extra hier reinklicken immer oder was? Ah, der hat den Season Pass gleich. Ach, jetzt kriegen wir ja alles nach und nach.
Nicht verfügbar. Add-on-Paket. Draka Edition. Wieso ist das nicht verfügbar? Ich will das haben. Der Download dieses Produktes unterstützt weitere Informationen. Du kannst dieses Produkt aus folgenden Gründen nicht kaufen. Du benötigst für Produkt, um dieses zu kaufen, abzuschließen zu können, Assassin's Creed Valhalla, Munin. Was für Munin? Ich hab doch Munin. Als Raben. Hatti. Was? Assassin's Creed Valhalla, Hatti. So, wie auf Berserker. Ah, jetzt haben wir hier in Downloads. Ach, das wird hier alles. Ach, das ist schon drinne. AC Valhalla wird gerade zum Starten des Spiels Daten, Update-Daten. Ist auch Version 1.2, so wie auf der PS4. Season Pass in Warteschlange. Fortnite wird runtergezogen. Wie schnell das geht, ey. Oh, jetzt ist schon 28% beim Installieren. Bei der PS4 habe ich ewig gebraucht. Aber wir müssen erstmal auf Einstellungen. Das sieht auch schön aus. Bild und Video. Ach, da sind wir wieder bei Anzeigepassen drin. Videoausgabe, 4K-Übertragung, Übertragungsrate automatisch, Auflösung. Nehmen wir auf 4K gleich fest. HDR. Oh, was war das? Oh, mein Akku ist gleich leer. Wartet mal, dann müssen wir mal gucken. Ja. Wie wir das jetzt machen? Moment. So. Ist aber noch ein bisschen laut, muss ich sagen. Also das Laufwerk ist wohl sehr laut. HDR-Anpassung. Also da kommen wir da wieder rein. Deep Color automatisch. RGB automatisch empfohlen. HDMI-Geräte. RGB. So, dann gehen wir mal, wo haben wir denn hier Zubehörsystem? HDMI, ha, da haben wir es. HDCP-Shots aus, also nicht wundern, das, jetzt geht das Bild kurz aus. So, und jetzt habe ich auf meiner Capture-Karte hoch. Ich, nicht an der Couch kratzen. HDMI-Geräteverbindung aktivieren. Was ist das? Achso, Geräteverbindung, das heißt, dass ich dann wieder mit Fernbedienung so steuern kann. So, Systemsoftware, Konsoleninformation. Ha! Geil, funktioniert so ja. Update-Einstellungen. Per Internet. Du verwendest die neueste Version, okay. Update-Daten automatisch herunterladen, Update-Daten automatisch installieren, jo.
Systemsoftware, Fehler automatisch melden. Automatisch melden, ja. Fehlerverlauf haben wir jetzt natürlich noch nicht. Du verwendest die neueste Version der Software. Du kannst Produkte aus folgenden Gründen. Achso, das sind achso, die Fehler, okay. Datenübertragung. Übertrage Daten von deiner PS4. Nö, wollen wir nicht. Sichern und wiederherstellen. PS5 sichern, PS5 wiederherstellen. Sicherungslöschen. Option zurücksetzen wollen wir auch nicht. Sprache, Konsolensprache, Eingabesprache. Was? Kein Deutsch mit bei oder was? Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Japanisch. Polnisch ist er ja mit bei. Russisch, Schwedisch. Aua! War daneben. Automatisch. Begriffe hinzufügen oder bearbeiten. Mal gucken wir, was bei Odins Test rauskommt. Ob er das übernommen hat aus meinem Profil. Nee, hat er nicht. Wenn wir das jetzt schreiben wollen, dann haben wir das wohl hinzugefügt. Okay. Achso, nee, Sprache Deutsch ist schon da, aber andere hinzufügen. Datum, Uhrzeit, 19.12. Stimmt so, ja. Berlin, Sommerzeit automatisch. Tag, Monat, Jahr, 24 Stunden, finde ich okay. Remote Play. Remote Play aktivieren brauchen wir nicht. Geräteverknüpfung, Verbindungsverlauf. Brauchen wir nicht, will ich nicht. Energie sparen. Zeit bis zum Aktivieren des Ruhemodus. Nach 4 Stunden nicht in den Ruhemodus versetzen. Während des Spielens nicht in den Ruhemodus versetzen. Ruhemodus verfügbare Funktionen. Strom aus. So, lassen wir alles aus. Bis zum Ausschalten des Controllers nicht ausschalten. Ah ne, bis zum Ausschalten des Controllers. Das habe ich damals 10 Minuten gemacht, so. Webbrowser. Ja, Webbrowser haben wir hier schon drin, aber irgendwie Cookies zulassen, JavaScript, Cookies löschen, Webdienste löschen, so. Speicher. Oh, herrlich, wie schnell das jetzt geht. Weil, überlegt mal bei der PS4 Pro, wie lange wir da immer gebraucht haben, erweiterten und Speicher. Verwenden Sie als erweiterten Speicher USB-Laufwerk und verschieben Sie PS4-Spiele dorthin, um Konsolenspeicherplatz zu schaffen. Du kannst PS4-Spiele mit dem erweiterten Speicher installieren und direkt von dort aus, wenn du erweiterten Speicher zur Verwendung deiner PS4, schließe USB. So, wartet mal. Man soll es eigentlich nicht, haben sie gesagt. Aber scheißegal. Muss ja irgendwo alles hin. Ich will doch nicht die PS4-Spiele hoch auf der internen Festplatte haben. Dafür ist die viel zu klein. So, Speicher. Jetzt überprüft er, denke ich mal, den Speicher. Welche Daten da hinterlegt sind. Logischerweise mein Profil, mit dem ich jetzt gerade on bin. Thank you.
Ja, das muss ich mal noch gucken, dass wir das irgendwo noch deaktiviert bekommen. Ach, hier ist er schon. MyBook. 2 Terabyte. PS4-Spiele immer im erweiterten Speicher installieren. Ist automatisch an. Sicher von PS5 trennen. Das ist neu, das war bei der PS4 nicht. Als X-Format, EXFAT, dann kann man das für Filme und sowas nehmen. Wollen wir nicht. Wir haben das so. Ton, Mikrofon. Mikrofon am Controller. Mikrofon, Zustand ein, stumm. Mikrofon anpassen. Test, 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 test. Ja. Mikrofonpegel lassen wir auf so, das ist okay. Eingabe Mikrofon am Controller. Mikrofon stumm ist auch okay. Mikrofon Stummtaste beim Starten eines Chats oder Übertragung. Stumm schalten. Audio, Audioausgabe. Ah, naja. Ausgabe automatisch umschalten. Ach, hier kann man dann automatisch nicht umschalten machen. Wenn ich dann Headset anschließe für den Chat oder so, dann lege ich ja dann weiter auf HDMI haben. HDMI, Gerätetyp, AV-Verstärker, Soundbar, TV. TV-Verstärker, AV-Verstärker, Kanäle, Zweikanal. Warte mal, wenn wir das jetzt AV-Verstärker, ja, 7.1, wollen wir ja testen, ob ich dann über das Stream-Programm auch Position der Lautsprecher anpassen. Oh Gott. Dann müsste ich ja mit meinem USB-Headset dann Kopfhörer, 3D-Audio anpassen, Homebildschirmmusik. Ach, lassen wir noch an. Dolby Bitstream. Okay, da kommt nichts an. Linear PCM, also ich habe vorher mal Dolby Bitstream gemacht wegen meinem Headset. Das funktioniert nicht mehr. Also linear, allgemein Audio geht nur noch das. Dolby Bitstream geht über mein HDMI nicht. Es kann aber auch sein, dass ich mein Matrix noch umschalten muss. Na, keine Ahnung. Lassen wir das halt drin. Lautstärke. Ne, den mache ich schön laut, so wie immer. Bildschirmvideo. Achso, hier waren wir da schon drin. Zubehör. Bluetooth-Zubehör. Thank you.
lassen wir erstmal so. Dann fangen wir unten an. Aufnahme, Übertragung. Kursbefehl für Share-Taste. Standard. Lassen wir Standard. Einmal drücken. Zeige. Erstelle einen Screenshot. Gedrückt halten, ja. Ich lasse Standard, so wie kennen wir es ja. Screenformat. Mikrofon lassen wir aus. Party Audio lassen wir auch aus. Höchste Kompatibilität und hier können wir bis 4K nehmen. Ja, ich mache mal nur 1080p, reicht aus. Wir haben nicht so viel Platz. Sprachchat einschließen. Kamera ist alles ein bisschen verwinkelt diesmal. Die Kamera haben wir ja nicht. Also da können wir jetzt nichts einstellen. Overlays. Chat anzeigen. Aktivieren. Nachrichten anzeigen. Overlay-Position unten rechts. Sprachausgabe für Chat. Geschwindigkeit normal. Das werden wir dann alles mal testen. Trophäen. Videos. 30 Sekunden Trophäen. Videos speichern wollen wir nicht. Und Screenshots. Will ich auch nicht. Pop-up-Mitteilung, genau. Da kommen wir doch hin jetzt. Vorschau anzeigen. Aktiviere diese Einstellung, um Pop-up-Vorschau-Dienstmitteilung zu aktivieren. Von PlayStation. Ja, wir lassen das so. Freunde online gehen. Freunde Mitteilungen. Freunde dir Mitteilung schicken. Ne, will ich auch keine Nachricht haben, wenn mir irgendeiner Mitteilung schickt. Ausspielen. Das machen wir auch aus. Spiele, die Mitteilung schicken können. Spielereinladungen aus. Trophäen an. Aktivitäts Herausforderung anzeigen, wenn du Spielherausforderungen erhältst. Ja. Freundschaftsanfragen, Nachrichten, Chat, Auszeichnungen, Anzeige, wenn Auszeichnungen von anderen Spielern erhältst. Ja, das können wir anlassen. Änderung des Musiktitels. Informationen anzeigen, wenn die Wiedergabe eines Titels startet. Ich kann ja sowieso Spotify nicht nutzen, weil ich ja HDCP deaktiviere. Download und Kopie. Bei laufenden Übertragungen ausblenden. Bei Video. Immer angezeigt. So. Uploads. Thank you.
von PlayStation. Anzeige, wenn du Neuigkeiten, Updates von PlayStation. Ach ja, das machen wir mal an. Aber nicht in Spielen. Gespeicherte Daten, Cloud-Speicher, hier haben wir es nämlich jetzt endlich, in den Konsolenspeicher herunterladen. Dauert. Ja, ich kenne das Menü ja nicht. Ich muss das ja alles erstmal kennenlernen. So, Dragon Age brauchen wir nicht, aber das, Mafia brauchen wir nicht, Crash wollen wir, das wollen wir, Levy will ich auch weitermachen, Mafia sind wir durch, Call of Duty Modern Warfare nehmen wir auch, Hyperscape, Brawlhalla brauchen wir, ach scheiße, nehmen wir auch, das nehmen wir auch. Little Big Planet 3 brauchen wir jetzt nicht. Das wollte ich auch noch weiterspielen. Die Beta brauchen wir nicht. Rogue, das. Das auch. Ach, Saints Row und sowas kann ich mir alles später runterladen. Terminator Resistance Mafia. Assassin's Creed reicht auch, wenn ich später mache. Red Dead wollten wir ja auch nochmal eine Chance geben. Das sind 221 MB, ey, leck mich doch am Arsch. Erika Medieval, Erika wollte noch auch nochmal durchspielen, aber in dem Days Gone brauche ich. Wenn wir später einen Test machen, Dreams. CTR ist uninteressant, Tomb Raider. Apex, B. Die COD-Sachen, ach, da sind auch 16 MB. Auch mal mit runter. God of War. Monopoly. Trauerbruch. Sniper. Spider-Man Marvel. Also das geht auf jeden Fall. Nee, das nehmen wir nicht wieder runter. Aber das. Sektor. Ah, Spyro wollten wir auch, Fallout 76, Spyro wollten wir auch mal weitermachen. Jetzt nur das Nötigste runter, das wollten wir auch, das auch. Ah, die Ezio Collection wollten wir auch noch. Das Kurs, mal gucken, ich mache aus dem Playroom runter den Safe-Stand. Vielleicht kriegen wir dadurch in dem neuen ja was geschenkt. Kneck und so brauche ich jetzt noch nicht. Prey auch noch nicht. Mortal Kombat auch noch nicht. Watch Dogs. No Man's Sky brauchen wir, weil da wollten wir ja weiterspielen. Fallout 4.
Was piept denn hier? Ist das mein Handy oder was? Nicht installierte App. Okay. So wenig? Ich habe doch viel mehr drin im Online-Speicher eigentlich. Rage 2 wird mir auch kein Bild angezeigt, warum auch immer, aber egal. So, Download. Verbleibende Zeit wird berechnet. Problem ist, ich kann hier jetzt nicht mal gemütlich innen dampfen, während wir hier warten, weil genau über mir ist ja scheiß Rauchmelder. Ja, die 18-Gratis-Spiele, das gucken wir uns gleich an, aber das Problem bei den meisten, die werde ich schon haben. Sofler, ja, mein Freund, ein wunderschön. Ist deine auch schon da? Momentan, Yamix, noch nirgends. Ab 13 Uhr angeblich bei Amazon. Aber das ist auch noch nicht hundertprozentig. Achso, da schreibt er gerade. Danke dir, Frank. Ja, da berechnet er jetzt aber ziemlich lange. Gut, ich habe ja nicht so viele Spiele jetzt aktiviert. Wer weiß, wie viel Gigabyte das jetzt wieder sind. Bei Assassin's Creed Valhalla sind ja alleine Safe Games 2, die ich manuell gespeichert habe. Und dann 5 automatische. Der macht halt nicht nur einen automatischen, der macht 5 automatische in verschiedenen Zeitabständen. Halt, falls einer mal kaputt ist, finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Jetzt müssen wir halt warten, bis der die Zeit berechnet hat. So, wir sind beim Sichern, also wieder zurückholen von Safe Games. Das dauert noch. Spielvoreinstellungen, ja, sehr einfach, auf jeden Fall. Weil selbst bei Normal oder so, da manche Spieler haben Samstag heute, Assassin's Creed zum Beispiel, wenn da die fetten Gegner wiederkommen, hast du dann keine Chance. Leistungsmodus der Auflösung. Auflösungsmodus. Gib an, ob du Leistung oder Bildqualität wichtiger ist. Na, die Bildqualität. Während Leistungsmodus für höhere Bildwiederholrate oder den Auflösungsmodus für eine höhere Bildqualität. Dies gilt für Spiele, die dies beides unterstützen. Okay. Einstellung für. Zubehör, da waren wir schon drin. Mitteilung haben wir gemacht. Bildschirm und Video waren wir auch drin. Ton, da waren wir auch drin. Ja.
Warte mal, ich mach mal kurz. Weil ich merke gerade, da habe ich irgendwas mit dem Ton am PC. Jetzt geht's. System. Konsoleninformationen waren wir drin. Update und System. Familien- und Kindersicherung. Ah, da hat er denn mein Passwort, will er denn? Ja, werde ich gleich über die App benachrichtigt. Zustimmen. Okay. Ich hab's nur einmal. Zustimmen. Passwort wird automatisch eingegeben. Kann ich hier in die Spielverwaltung. Also, das ist mein. Ich bin der Familienmanager und das ist das Profil von meiner Tochter. Also, während der Woche darf sie am Tag 2 Stunden spielen. Und Spielzeit ist auch eingeschränkt. Also, hier immer erst nach Mittagessen, also nach 12 Uhr. Und Wochenende. Samstag durfte sie mal jeden Tag mal ein bisschen mehr. Da kann man dann ja auch einstellen. So. Zack. Ah, die Uhrzeit ist auch noch falsch. Da habe ich mich letztens verdrückt. So. 13 Uhr bis 17:30 Uhr. Warum 17:30 Uhr? Ja, wegen Abendbrot. So, speichern. So. Und nach den 2 Stunden geht es automatisch aus. Sie kann auch so mit ihrer PlayStation nichts machen. Kann nicht mal eine DVD gucken. Dafür kriegt sie einen DVD-Player. Benutzer und Konten. Ach hier, ich bin automatisch schon mit Spotify verknüpft. Das hat er sich gemerkt. Mit Twitch nicht, mit YouTube bin ich verknüpft. Wartet mal. Ja, die kann man ruhig sehen, die steht ja auch im Impressum. So, ich frag mich wirklich, warum sie hier Facebook rausgenommen haben. Wusste Sony vielleicht schon vorher, dass Microsoft und Facebook da anbändeln und dass Microsoft Mixer zumacht und deswegen haben sie rausgeschmissen? Möchtest du Konsolenfreigabe und deaktivieren? Nein. Lizenz wiederherstellen, abmelden. Erstmal Konto. E-Mail-Adresse ist klar. Sicherheit. Passwort. Sicherheitsabfrage. Mobilfunknummer. SMS senden. Ersatzcode. Mal.
gerade eine Nachricht gekriegt, dass zwei Phasen Orientierung ist jetzt in deinem Endwerk deaktiviert. So, jetzt aktivieren wir es nochmal. SMS. So, jetzt müssen wir die Nummer eingeben, die wir jetzt hier kriegen. Und schon ist die Nummer da. Jo, das ist auch eine andere. Wartet, ich muss da noch ein Foto von machen. Ach so, im Video muss ich es dann rausschneiden. Ist ja kein Problem. So. Fertig. So, jetzt könnt ihr auch wieder gucken. Oh Gott. Erneut senden. Zulassen. Jetzt müsste ich automatisch gleich verbunden sein. Ach, ich muss mir erstmal einloggen in der PlayStation App wieder. Weil ich mich ausgeloggt habe. Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Passwort. Achso, ich muss erstmal die E-Mail-Adresse. Bin ich bescheuert. Passwort. Ist das Falsche? Ist auch das Falsche. Ach so, das war, glaube ich, so. Da gerade hier nicht. Bestätigen und weiter. Konsole auswählen. Odins Konsole, primäre PS4 Konsole. So. Jetzt sollte das erneut senden. Zustimmen. So, schon haben wir drin. PlayStation App, Haufen Nachrichten über die PlayStation App. Ey. So, Datenschutz hatten wir ja schon eingestellt mit anderen Service, sonstiges. Lizenz wiederherstellen, Login-Einstellungen, automatisch PS5 einloggen auf jeden Fall, beim Einschalten PS5 automatisch dort einloggen, bei dem ein Login-Passwort für meine Browser nicht, Benutzer, neuer Benutzer hinzufügen, ich stimme zu. Oh, wie
haben mehr. Ich habe meine Daten gar nicht im Kopf, ey. Und so könnt ihr dann halt ein neues Konto einrichten. Eigentlich? Alter, wieso ist denn das jetzt hier nicht? Da. Jetzt ist er hier. Und man ist jetzt, ich bin jetzt natürlich mit meinem Profil drin. Und wenn wir jetzt hier die PlayStation-Taste drücken und dann hier oben. Standen. Hier Profil. Da sehen wir jetzt mein Profil. Ich bin jetzt Level 395, nee, 43 Platin habe ich sogar. Und hier sehen wir die Spielefortschritte, gucken uns alles noch an. Ich habe ein PS5-Symbol. Freunde. Benutzer wechseln, hier ist es jetzt drin und dann können wir jetzt hier Benutzer wechseln. Und dann gehen wir hier oben auf Benutzer 1, Profil und dann könnten wir uns jetzt hier anmelden. Das mache ich aber alles später mit E-Mail-Adresse und so von meinen anderen Profilen. Benutzer wechseln. So, das müssen wir bei Einstellungen aber eigentlich komplett durch sein. Netzwerk wollen wir noch gucken, verbunden, Internet verbunden, PlayStation Network, angemeldet, Verbindungstest, Status anzeigen, 92% Signalstärke für, und oh, 5G hat eigentlich hier hinten so ja 92%. Status von PlayStation Network anzeigen, ach, da öffnet er den Browser. Ja, das ist jetzt zum Beispiel, wir haben keinen Webbrowser, aber das läuft über den Browser. Ja, das ist alles im grünen Bereich, das PlayStation und Video, Store, Musik, alles. So, Internetverbindung testen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir bei der Internetverbindung rausholen können. Im Gegensatz zu früher. TS habe ich nicht mehr, Kabi. Also ich habe keinen eigenen TS, sagen wir mal so. Ich war bei TS bei Freunden immer drauf, aber einen eigenen habe ich nicht. Ich habe nur meinen Discord. Oh. ...92,1 im Download. Und ich habe noch nicht mal Ports freigegeben. Beziehungsweise sagt hier, UDMP ist ja aktiviert, aber erweitert für das halt, für das PlayStation-Profil. Ich bin mal gespannt, was im Upload. 30,6, ne, ist doch gut. Super. Mit dem Internet verbinden, Internet einrichten. Ja. Barrierefreiheit, Benutzerhandbuch, Barrierefreiheit. So, dann haben wir das soweit eingestellt. Und wie gesagt, dann haben wir hier bei Profil, hier können wir auch beschäftigt sein. Oh, ist ein bisschen laut. Alexa? Alexa? Leiser. Achso, Dings ist ja ohne an, am Monitor. Hier haben wir dann halt das Profil. Hier haben wir dann unsere Trophäenübersicht. Hat der die jetzt schon im Hintergrund alle rund? Ist ja geil. Ist ja geil. Nützlich, gastfreundlich.
Ich habe noch keine Auszeichnung bekommen. 300 Spiele. Erhalten 17 von 51. Oh, das ist toll. Ey, die Übersicht ist geil. Also so an sich finde ich die neue Benutzeroberfläche ja nicht mal so schlecht. Also die ist schon ganz cool gemacht. Ah, oh, hier siehst du so, ja, wer jetzt schon eine PS5 hat. Mr. Willis hat eine PS5 schon angeschlossen. Lorilo. Tobi. Und gleich in Astro Playrooms drin. Der Doktor. Also es ist cool gemacht, dass man das so sieht. So, geteilte Inhalte. Ach, leck mich am Arsch. Echt jetzt? Die Livestreams, die ich gemacht habe, über die PlayStation 4, die werden mir bei Videos angezeigt. Bilder. Ist ja geil. Wir testen wir mal. Wir halten mal gedrückt. Oh, das ist schön. Dieses nervige Bild ist weg. Also, wenn da oben was passiert. Cool. So, suchen. Ah. Spiele. Medien. Spieler. Das ist richtig geil. Achso, der ist installiert, aber der zeigt mir immer den Preis. Achso, okay, gut zu wissen. Das werden wir auch gleich noch spielen. Produktanzeigen. Installiert. Okay, so. Dann gehen wir jetzt mal auf PlayStation Plus rauf. PlayStation DPS Sammlung Entdecker. So. Das sind die 18 Spiele, die wir haben. So, und Ratchet & Clank gekauft. So, Last of Us gekauft, ja, das war mal PlayStation Plus. Bloodborne gekauft. Uncharted 4, ja, da habe ich nur als Disc-Version erhalten. Ja. Ich werde bezahlen. So. Und mir wird gleich eine E-Mail gesendet. So, downloaden wollen wir nicht. Wir wollen den Speicher nicht unnötig voll machen. Ploppt auch überall sehr schnell auf, gekauft oder halt erhältlich. Black Ops. Im Einkaufswagen. Ah, gut, jetzt ist er im Einkaufswagen. Dann können wir das nämlich für andere gleich hier mit aktivieren. Monster Hunter. Achso, das habe ich ja auch noch auf Disc gehabt. Zur Bibliothek hinzufügen. Resident Evil habe ich auch als Disc-Version zur Bibliothek hinzufügen.
Einkaufswagen. Wieso ist denn... Okay, das kann ich nicht zur Bibliothek hinzufügen. Er bezahlt. Aber bestimmt, weil es ein 18er Titel ist. Wollen wir jetzt nicht runterladen. Ich hab's ja eigentlich installiert auf der Festplatte. Battlefield 1 habe ich auch, die Disc-Version, ja, die spare ich mir jetzt. Jetzt habe ich halt die Download-Version. Aber jetzt ist noch nichts mit bei, wo ich sage, Mensch, das musst du dir jetzt unbedingt runterladen. Ach, die Reihe hatte ich mir mal geholt, aber... Nee, weg, Mausi. Nicht Vorsicht, mein Handy ist hier. Ah, die Steuerung war scheiße. Fallout hatte ich auch als Disc-Version. Mortal Kombat habe ich als Disc-Version und God of War habe ich eigentlich als Download-Version. Ich weiß jetzt nicht, warum hier steht, dass es erhältlich ist, weil ich habe es. Ach nee, ich habe es als Disc-Version. Ich habe ja die große Version. Ich habe es ja als Disc-Version. Ich habe ja mit Figur. Ach. Manchmal kann man nur Sachen vergessen. Aber ist jetzt hier nicht was mit bei, wo ich sage, das musst du jetzt unbedingt runterladen. Weil die meisten habe ich echt schon gespielt. Exklusive Rabatte. Ah, ich find es schön, wie schnell das jetzt hier aufploppt. Das war schon früher echt ewig lahm und hier jetzt super schnell. So, wir wollen aber, PlayStation, ne? Wir wollen in den Store. Ach, der Store, der ist einfach nach unten. Der Store ist jetzt innerhalb der Plattform. Da öffnet sich jetzt keine App mehr oder so. Okay. Durchsuchen, aktuelles. Und wo finde ich meins? Wo ist meine Bibliothek hin? Ach, die ist hier hinten wieder, wa? Ja, Spielebibliothek, genau. Nee, Plattform. PS3. Ach, guckt euch das an. Und das könnt ihr jetzt über PlayStation Now. Weil man kann die über die Bibliothek suchen, die man schon hat. Ist ja gut. Ja, aber da ist noch Luft nach oben. So, PS5. Installiert. Ich will noch gucken, ob man auch sieht, wie groß das Spiel ist, bevor man es installiert. Oh, ich bin so gespannt auf die neue Absolver-Version, weil Rutger Hauer ist ja nicht mehr. Produkt anzeigen. Der ist ja leider gestorben. Ach, da unten steht's. 9 GB. Share Factory lade ich auch mal runter, da bin ich gespannt, wie das... Gigabyte. Ja, wir können ja auch Sachen wieder löschen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. No Man's Sky. Produkt anzeigen. 11, was? 11 Gigabyte nur? Ja, laden wir auch runter. Scheißegal. Ist installiert. Bugs nix. Ja, laden wir auch mal runter. Das wollen wir uns ja angucken. COD, dann bin ich mal gespannt. Produkt anzeigen.
225 GB. Wieso 25 Digital Update für PS5? Ich habe die PS5-Version. Achso, hier, Multiplayer, Zombie. Multiplayer, Zombie. Was ist das? Spielmodus mehr, Spielmodus Zombie. Wähle, was zuerst installiert werden soll. Ja, wenn denn Multiplayer, wenn denn, wollen wir das ja vielleicht mit mehreren spielen. Aber was mit den 5 Euro jetzt auf sich hatte, eben, das weiß ich auch nicht. Weil ich hab doch eigentlich, stand doch da, dass man ein gratis Update bekommt. Eigentlich kann man mir. Können wir gleich nochmal gucken, aber eigentlich habe ich es ja nicht so weit deaktiviert, dass man es gar nicht kann. Was mich jetzt hier ein bisschen verwundert ist, warum hier. Spider-Man Miles Morales und so nicht auftaucht. Hier. Ich hab doch die, da steht, die gibt ja nur eine Version, die PS4-PS5-Version. Aber warum zeigt denn der mir die an, dass ich die installieren kann? Ich hab die doch eigentlich auf der externen Platte drauf. Oder habe ich die intern auf der PlayStation 4 gespeichert? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. So, installiert. Erweiterter Speicher. Aber man kann auch, das wollte ich nämlich auch testen, man kann auch doppelt installieren. Ich habe jetzt hier die PS5-Version und hier habe ich die PS4-Version drauf. Da will ich mal gucken, wie es sich denn auswirkt. PlayStation Plus. Ich hatte eine Mail von Amazon bekommen, dass ab 13 Uhr PS5 bestellbar ist. War drin und dann war 13.04 ausverkauft. Boah, krasse Scheiße. Also das ist heftig. Wir gucken mal jetzt nochmal. Wer sie im Suchergebnis sehen kann. Ah, jeder. Wer kann Freundschaftsanfrage senden? Ach so. Nee, Freundesvorschlag. So, jetzt müsste man mich eigentlich gleich wieder sehen. Also man müsste mich eigentlich finden können.
Aber wie schnell ist denn der mit dem Download, bitteschön? Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Also, das ist ja... Da gehen wir mal auf Medien. Ja, bei Medien habe ich jetzt halt nur YouTube drin, weil die anderen brauche ich nicht. Ich habe jetzt hier App-Bibliothek, whatever, ja, gibt's ja gar nicht mehr. Ach so. Das ist halt in meinem erweiterten Speicher, whatever, noch drin. Den gibt's ja schon ja nicht mehr. Okay, den müsste ich dann mal rauslöschen. Okay. Was haben wir denn hier überhaupt drin? Wir haben Disney Plus, Netflix. Und was haben wir hier noch? Join. Oh, hier haben wir so ja. Ey, so ja, Join ist mit bei. Pluto. Kann ich euch empfehlen, Pluto. Gratis. For free. Spotify. Twitch. Downloaden. Na, Twitch werde ich mir noch downloaden. Sind VR-Anwendungen. Okay. Also irgendwie findet das Spotify nicht. Alle Apps. Spiele unter 30 Cent. Na, davon habe ich natürlich alle. Also auf Spotify geht nicht. Werden wir mal kurz. System. Nicht wundern, dass das Bild jetzt groß aus ist. Ich finde es ja nicht mal so schlecht, das neue Menü, echt. Ich habe eher im ersten Moment gedacht, na, mit dem... Nee, Spotify geht irgendwie noch nicht, warum auch immer. Aber so der erste, es ist jetzt nicht wirklich intuitiv, das Menü.
Es ist halt ein bisschen verwinkelt immer noch, aber ich denke, man muss halt sich erstmal da zurechtfinden und dann klappt das auch. Wenn ich jetzt einmal die PlayStation-Taste drücke, kommt Party Season. Probier was. Beitreten. Kompatible Version, Details erstellt. Genshin Impact, okay. Offizielle Neuigkeiten. Können wir auch gleich zu Spielen gehen. Okay. Also das ist schon mal also wesentlich besser als bei der PS4. Oh, was haben wir denn hier? Holt euch Lachlan um den Nutz. Icon-Reihe. Hä? Ist das jetzt gratis oder was ist das? Icon. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir starten jetzt einfach mal Fortnite. Ich muss hier wieder neu einstellen. Hier ist wieder. Grafik sieht schön scharf, gestochen scharf, sieht gut aus. Ein- und ausschalten. Mitteilungen. Also alle Mitteilungen. Alle, die online sind. Musik. Spotify ist doch. Also da haut was nicht hin. Also ich soll Spotify runterladen. Ich kann es aber nicht runterladen. Weil da steht nur öffnen. So, was haben wir denn noch? Screenshots. Das ist dann nur ins Menü. Das ist Share Factory. Okay. Wenn ich gedrückt hatte, komme ich wieder zurück. Aber das ist ja noch offen, wa? Müssen wir dann jetzt mal sagen. Spiel schließen, auf Updates überprüfen, Spielinhalte verwalten, löschen, Informationen. Disk auswerfen. Ist ja geht ja. Spiel schließen. Oh, schon geschlossen. Oh Gott, wie schnell das geht. PS5. PS5-Version von Spider-Man. Da können wir uns nochmal Platin holen. Und die PS5-Version von Sackboy. Jetzt wird sie nämlich angezeigt. Achso, da wollte ich noch gucken.
Gekauft. Add-on-Packet, gekauft. Es sind momentan aber auch nur diese drei Kostüme da. Spielanzeigen. Mal gucken, wann da was Neues kommt. So, aber der hat auch noch nicht alle. Ich traue mir auch nicht, ehrlich gesagt, ich traue mich nicht in den Ruhemodus zu packen. Weil Sony gesagt hat, da gibt es Probleme. Download und Uploads. Ach, dann kommen wir hier gleich in die Downloadliste. No Man's Sky, können wir das pausieren? Anhalten. Anhalten. Weil No Man's Sky ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so wichtig. 1,6 GB. Abgeschlossen. Spielen, fortsetzen. Fortsetzen. Was ist denn das? Lege Disk ein. Spielen. Welches denn? Ach so. Abbrechen und löschen. Scheißegal, brauchen wir nicht. In Warteschlange, in Warteschlange, in Warteschlange. In Warteschlange. Download-Kopie starten. Hört. Fortsetzen, abbrechen und löschen. Haben wir hier irgendwie Informationen? Welches jetzt was ist? Anhalten. Abbrechen und löschen. Abbrechen und löschen. Also mit dem Download-Bereich, das ist jetzt... Oh, wie haben sie ja Musik denn hier? Also das Menü, also da muss ich sagen, das ist jetzt wirklich schön. Und vor allen Dingen mit den großen Hintergrundbildern, ich hätte gedacht, dass sie da... Aber dann gibt es halt auch keine dynamischen Designs mehr. Weil wir haben an sich kein Design... Ja, und dann haben wir hier das Untermenü halt hier, so wie wir das früher kennen, wo wir nach unten geklickt haben, aber ein bisschen anders gemacht. Mikrofon. Stimme schaltet, Controller ist voll. Und hier haben wir den Download-Bereich. Wenn wir da raufklicken, kommen wir dann halt hier hin. Fehler haben wir keine. Upload. Das machen wir mal anhalten. Ach Gott, sind das viele Gigabyte. Wir können ja mal durchrechnen. Alleine COD hat 200 GB. Ich halte jetzt das ganze COD-Zeug, halte ich mal an.
Bugs nix ist mir auch erstmal Wumpe. Die sind erstmal wichtiger. Das sind 12 GB. Oh Gott, das halten wir auch mal an. Eieieiei. Spider-Man können wir im Nachhinein immer noch machen. Miles Morales ist wichtig. Fortsetzen. Machen wir erstmal die 12 GB. Die sind eigentlich relativ schnell. Und Spider-Man dazu und in Warteschlange. Das ist auch in Warteschlange. 20 Minuten. Ich glaube nicht, dass er 20 Minuten dauert. Download-Kopie starten. So. So. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal das. Und dann spielen wir mal eine Runde gleich. Gott, ist das da. 30 GB, 80 GB. Also alle Daten, wir gehen jetzt nur von alle zum Spielen erforderlich 10 GB, alle 30. Bin ich bei 80 GB. 130. Ach du Scheiße. 170. 180. Keine Ahnung. 190 GB. Und dann COD noch mit 200, 190, also auf die Runde 200 und dann 250 von COD bin ich bei 450 GB. Also ist meine Festplatte im Prinzip schon voll. Holla der Waldfee. So, aber so mit der Einrichtung sind wir jetzt vorbei. Wir haben neue Ankündigungen. Ach, wir können zur Wunschliste hinzufügen. Ist ja cool. Folgen. Also alles ist jetzt hier wesentlich einfacher und geht auch schneller, unkomplizierter. Wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, dass wir uns hier im neuen Menü jetzt nicht so zurechtfinden. Aber es ist, ja, vielleicht, weil man auch PlayStation gewöhnt ist und weiß, dass die so ein bisschen verschachtelt denken. Ja, was mir jetzt halt nicht, also was mir gut gefällt, dass der Store hier drinne ist. Aber dass es halt ein bisschen komisch aufgebaut ist. Also da müssen wir mal gucken. Ja, VR ist hier auch noch mit bei. VR ist ja kompatibel mit PS4, mit PS5, aber halt nur mit dem. Mit dem Dingsbums, mit dem. Ach, sag schon. Mit dem PS4-Controller, Mensch. So, installiert. Hier. Maneater zum Beispiel ist kompatibel. Und angeblich, weil das ist jetzt unter PS5 zu finden, angeblich soll man da dann auch soll man doppelt Trophäen holen können. Das werden wir gleich mal testen, weil ich habe hier Maneater schon bereitgestellt. Ja, Entschuldigung, ist ein bisschen dunkel. Ich mach mal jetzt Licht an, vielleicht ein bisschen besser. Da bin ich jetzt mal gespannt. Welcher Knopf war denn jetzt zum Auswerfen? Achso, der rechte.
Controller ist geladen. Können wir. Der wird heute garantiert nochmal alle werden. Cooler Bart. Dankeschön. Ja, der ist jetzt gerade nicht so schön zusammengemacht, aber. Astro Playroom ist in meiner Bibliothek. Kostenloses Update auf PS5. Update auf PS5. Das kostet, bei Mortal Kombat kostet das Update 29 Cent. Digital Update für PS5. Mal gucken, vielleicht mache ich das ja mal. Bei, achso, bestimmt, weil es 18er Spiele sind. Da gibt es ja so eine komischen Gesetze in Deutschland. Ja, die reine Auswahl. War Thunder ist auch für PS5. Die reine Auswahl für PS5-Spiele ist halt noch etwas begrenzt. Also das, was ihr hier seht, sind alle PS5-Spiele. Das heißt, die für PS5 sind, also rein für PS5 sind, und die es für PS4 schon gibt mit einem Update. Ja, ich habe nicht alle, also Watch Dogs habe ich zum Beispiel nicht, das will ich mir noch irgendwann kaufen. Aber alle anderen haben wir so in der Bibliothek. Deadloop. Ist Deadloop schon draußen? War Deadloop nicht das mit der Stadt, wo es da so komisch aussah? So mit diesem Cell-Shading-Look und so? Mein Namensgedächtnis ist echt beschissen, ey. So, aber jetzt gucken wir mal, was mich noch interessieren würde, weil es nicht mit drinne steht. So, wir haben hier gekauft Astro Playrooms, das ist ja das für die PS5. Gekauft, das ist die VR-Version. Astronaut-Kostüm, kostenlos. Sackboy sagt. Download Little Big Planet 3. Okay. Zur Bibliothek hinzufügen. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, weil die ganzen Kostüme von Little Big Planet, egal ob du bei Little Big Planet 1, 2 oder 3 gekauft hast, sind sie alle untereinander kompatibel. Das heißt, du hast 3 zuerst gespielt, hast die Kostüme gekauft im Store oder gratis gekriegt, die sind mit, und dann sagst du auch, Mensch, 1 war jetzt gratis drin für PS Plus, nimmst du 1 mit und kannst du die Kostüme verwenden. Da
Gab's da nicht noch so ein Astrobots, was ohne VR war? Mir war so, als wenn es da so ein Astrobot auch ohne VR gab. Oder irre ich mich da? Ach, da oben. Ach, was ich falsch geschrieben. Ja, das ist mein Wecker, weil meine Frau und ich ja die Kleine beitun müssen, beziehungsweise meine Frau macht das. Hab eine Benachrichtigung von Amazon bekommen. Die Konsole scheint wohl schon wieder ausverkauft. Echt jetzt? Okay, Captain, haust da rein. So, wollte ich euch halt nur mal zeigen. Das ist installiert, weil ich hab's halt auf der Festplatte installiert. Und dann hast du hier halt noch Sachen gratis. Wenn wir uns alle Tiere, was jetzt noch in unsere Bibliothek packen. Also das wäre mal ein Vorschlag an Sony. So Kostüme für Little Big Planet, also falls ein Little Big Planet 4 kommt oder für Sackboy. Für die Sony-Exklusivtitel. Ja, wie God of War oder so. Wenn man da Platin kriegt zum Beispiel. Wäre cool, wenn man das Kostüm auch für Little Big Planet oder Sackboy gratis kriegen könnte. Oder allgemein, wenn man das Spiel hat. Das wäre so ein kleiner Anreiz. Das wäre cool. So, hier haben wir jetzt Maneater. Das Update für die PS5-Version. Kostet 28 Cent. Ich muss mir heute eine PSN-Karte kaufen. Aber erstmal können wir ja gucken. Spiel schließen. So. Trophäen. So, wir haben hier Fortnite. Einstellung für Teilen, Privatsphäre einstellen, Trophäenvergleich. Das ist erforderlich, ja. Update für PS5. Da würde mich jetzt interessieren, weil die haben mir gesagt, dass es nicht. Also, dass es. Dass die Safe Games von der PS4 nicht mit der PS5 kompatibel sind. Wenn das nicht kompatibel ist und wir dann nochmal Trophäen sammeln könnten, dann würde ich die akzeptieren. Ich habe ja jetzt kein Geld drauf. Jetzt fragt er halt wo. Dann würde ich die 28 Cent dafür auch ausgeben. Um Platin zu machen. Also ich würde es dann nochmal mit euch durchspielen. So, wir können ja mal gucken. Hier zeigt er jetzt seine Stand. Also bei der PS5-Version sagt er, ich habe keine Trophäen in Fortnite. Ich habe aber Trophäen in Fortnite, das weiß ich. Trophäen. Löschen, Privatsphäre, synchronisieren, Einstellung. Also
Ja, dann müssen wir mal gucken, weil Fortnite haben wir ja vorige Woche gespielt. Ich denke mal, das ist hier ordnet. Nachdem. Nee, ist es nicht. Das ist highlighted durcheinander hier unten. Müssen wir mal gucken, was hier noch irgendwo Fortnite steht. Hier ist Maneater für die PS4. Dann war Platin. Hier steht auch überall PS4 oder PS5. Wir müssen nur gucken, ob jetzt hier Fortnite eine PS4-Version hat. Weil eigentlich habe ich Trophäen in Fortnite. Da, PS4-Version, 14%. Gut. So, jetzt müssen wir. Hier ist Little Big Planet und Sackboy und Spider-Man. Hier steht aber überall PS4-Version. Ich kann die PS5-Version ja auch noch nicht starten. Oder? Sackboy? Kann ich Sackboy starten? Noch 5 Minuten, dann kann ich die PS5-Version von Sackboy starten. Dann kann man das ja mal durchtesten. Oh, da wäre ich aber lange. Da werde ich aber lange laden müssen. So, noch 4 Minuten. Oh, die Zeit fällt jetzt ziemlich schnell. So, in Warteschlange. So, Speicher. Nee, nicht System. Speicher, ich habe mich verdrückt. Okay, die Konsole kam heute. Bis jetzt habe ich 170 GB frei und ich habe noch nicht COD installiert. Oder zählt der das schon dazu? Objekte, die du löschen kannst. Oh Gott. Bin mal gespannt. Objekte, die du verschieben kannst. Dann gucken wir auch mal. Erstmal gucken wir Objekte, die wir verschieben können. Oh Gott. Assassin's Creed Valhalla. Die PS4-Version. Da müssen wir auch mal gucken, da will ich die PS5-Version haben. So. Wir gucken jetzt Objekte, die wir löschen können. Mal gucken, was da alles drin ist. Ich weiß ja von Soulflare, der hat ja die reine PS5-Version von Assassin's Creed Valhalla. Und ich müsste ja die Download-Version kriegen. Ich habe die ja gekriegt. Also ging ja nur PS4/PS5. So, jetzt gucken wir mal. Ah, gut, COD steht schon mit 174 GB. Gut. Also das wird dann in Zukunft, da, Assassin's Creed Valhalla, PS5-Version. Aber das hat nur 4... Add-on? Das hat nur 9 GB. Erweiterter Speicher. So, warte mal. Ach ja, Medien, Trophäen. Ach, das kann man auch auf. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch auf der externen geht. Spiele, Objekte, die verschieben kannst. Weil dann können wir Assassin's Creed Valhalla ja auf die externe Festplatte verschieben. Weil ist ja nur die PS4-Version. Und bei der PS5-Version, ich weiß nicht, 9 GB ist meines Erachtens ein bisschen wenig, oder? Ach scheiße, wir lassen das mal sicherheitshalber noch, nicht, dass wir da einen Fehler machen. Ach.
Warte mal, wir machen mal Assassin's Creed Valhalla wieder rein. Weil ich kann es mir schlecht vorstellen, gebe ich euch auch, sage ich auch so wie es ist, ich kann mir schlecht vorstellen, dass diese 9 GB der PS5-Patch sind, damit er durch diese 9 GB alle Daten schneller laden kann. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die PS5-Version von Assassin's Creed Valhalla, die Update-Version, dass sie komplett so groß sein wird wie das Spiel. Da, Assassin's Creed Valhalla. Ah, nee, da ist es. Kostenlos Update für PS5. Kostenlos. Akzeptieren. Okay. Er hat also nicht einfach so installiert. Das waren nur die DLCs, die 9 GB. Und jetzt müssen wir nochmal 41 GB runterladen. Für die PS5-Version. Sieben Elemente zum Download hinzugefügt. So, aber wir sind jetzt bei Sackboy fertig. Wir können ja mal Sackboy jetzt starten. Ja, warte, ich will noch schnell ins Menü. Angezockt haben wir ja gemacht. Haben ja die meisten von euch geguckt. Sieht anders aus. Bei der PS4-Version. War der, glaube ich, nicht lila? Und da ist eine Trophäe. 1%. Fantastische Gymnastik. Das wollten wir ja nur wissen. Ah, hier ist Wex. Ah, okay. Spiel schließen. Trophäen. Okay, jetzt steht da, jetzt steht es für PS5 da. Also das ist im Gegensatz zu PS4 nicht gleich da. Also wenn ihr ein Spiel installiert, heißt das nicht gleich, dass man die Trophäen sehen kann. Das kommt dann erst später, wenn man es einmal gestartet hat und selbst da nicht gleich. Aber das kann auch ein Fehler gewesen sein. Also hier können wir Multitrophäen, da könnte man zweimal Platin holen. Assassin's Creed steht jetzt natürlich auch noch nicht die PS5-Version da, weil die müssen wir erst runterladen. Also da müsste ich dann echt wissen, bei Man Eater. Habe ich das jetzt im Warenkorb? Nee. Ach so, das geht jetzt nicht wegen der...
weil ich ja die Disk nicht drin habe. Das wird mir nur angezeigt, wenn ich die Disk drin habe. Okay. Assassin's Creed Valhalla wird runtergeladen. Dann können wir... im Speicher nochmal gucken. Ah, die ist echt leise. Du hörst die nicht, die PS5. Die läuft da die ganze Zeit, die leuchtet weiß. Und was ich schön finden würde, wenn man da halt die LEDs dann irgendwann mal noch einstellen kann. Weil wenn man dann ein anderes Design hat, zum Beispiel mit Schwarz, dass man die LEDs rot machen kann. Aber egal. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel, seht ihr das? Assassin's Creed Valhalla. PS5-Version, 43 GB, die ist ja noch nicht fertig installiert. Und die PS4-Version werden wir verschieben. Ach, können wir löschen? Nee, wollen wir nicht löschen. Nochmal Kontrolle machen, dass wir hier ja kein PS4-Spiel drauf haben. Nee, löschen wollen wir es nicht. Objekte verschieben. Ich bin so falsch gegangen. Ich bin auf Löschen gegangen. Ich will verschieben. Und die PS5 soll wohl auch mit den externen Festplatten, da gibt es ja SSD-Festplatten, externe, soll wohl da auch nochmal Geschwindigkeit rausholen. Also da soll sie dann ohne mal Geschwindigkeit rausholen, weil meine Festplatte, die MyBook, die ist schon schnell, die externe, ist aber trotzdem nur eine HDD und keine SSD. Aber damit soll man noch was rausholen können. Ich bin mal gespannt, wann Sony die interne SSD-Erweiterung freischaltet. Ich weiß, dass die ich habe, dass die zu langsam ist. Aber ich will ja gucken, wie es aussieht mit Datengrab, inwiefern das funktioniert und dann Sachen wieder zurückholt. Ich kriege ja dann auch irgendwann eine schnellere SSD, wo man dann testen kann. Und die habe ich dann halt nur 3 Wochen zum Testen. Warum machst du das nicht auf Twitch? Ja, weil Twitch ein bisschen anders ist als... Echt? Viele Konsolen sind am PS5 sind am Fiepen? Bei mir ist nichts. Sunny, ein wunderschön. Na gut, ich hätte bei Twitch, hätte ich aber. Gut, da hätte ich meine Statistik bei Twitch ein bisschen hochpowern können, aber. Bild ist nur am Haken, alle 5 bis 8 Sekunden. Also ich hab's ja hier nebenbei laufen, bei mir ist auch nichts. Ich sehe ja den Chat runter, ich habe ja die andere App offen. Ah, hier, ich habe von Micha eine Nachricht gekriegt, der hat ein Foto geschickt von Assassin's Creed Valhalla und von der Sony-Konsole. Achso, er hat seine aus dem GameStop-Hütte geholt. Das musste ich heute auch noch mitnehmen. Bestimmt, weil ich sie gestreamt habe. Na, eigentlich hat Oni das Ding. Aber ihr seht schon, wie langsam das ist. Und der kopiert jetzt nur von dem internen schnellen Speicher auf die externe, die ist halt nicht so schnell wie eine SSD, aber wir sind jetzt schon bei der Hälfte, also. Habt bei vielen schon gehört.
Nur am Anfang. Hamza. Am Anfang, wenn ich was runterlade, dann geht da kurz der Lüfter ein bisschen lauter. Also wenn ich Download anklicke. Aber sobald da dann steht, dass es runtergeladen wird, ist es besser. Dann wird er gleich leiser. Wollen wir denn gleich noch einen Stream machen, wo wir Astro Playrooms spielen? Machen wir einfach mal so hier direkt und dann nachher streame ich das nur Astro Playrooms auch noch bei Twitch. Na, Tigerchen, aber ich müsste dann nachher auch irgendwann mal Mittag essen, weil ich hab schon Kohldampf. Danke für deinen Einkauf, sagt mir Sony. Oh, so viel PlayStation-Nachrichten hier drin, ey. Um Gottes Willen. Danke für den Einkauf, danke für den Einkauf. Hab leider ein leises Fiepen. Hab die Konsole erstmal ausgemacht und versuch das ein paar Stunden weiter. Hoche. Ja, das kann ich auch machen, direkt über die PlayStation 5. Dann hätte ich jetzt 2 Livestreams online. Die können wir ja machen, können wir ja mal testen. Aber ich habe halt, wie gesagt, keine Kamera dran. Wenn es deine Frau noch erlaubt. Ja, ich hab mich ja angemeldet bei meiner Frau. Das habe ich gesagt, PS5. PS5, Schatz, das wird nicht anders.